Sollte hier nicht eine Veranstaltung des Siebenbürger Sachsen stattfinden? Ach, die finden schon lange nicht mehr statt. Es gibt leider auch keine Bälle mehr. Ich war letztens in der Gartenstadt und da war alles zu. Auch das Kronfest im Herzogenaurach hat schon ewig nicht mehr stattgefunden. Ja, aber warum das denn? Da waren immer so viele Leute. Wer hat das denn immer organisiert? Ja, eigentlich der Kreisverband Nürnberg. Aber seitdem der Verband nicht mehr so viele Mitglieder hat, kann leider nichts mehr stattfinden wie vorher. Nicht mehr so viele Mitglieder? Wie konnte es denn dazu kommen? Naja, ich schätze mal, den Leuten war halt einfach nicht bewusst, wie viele gute Gründe es gibt, um Mitglied im Verband zu werden. Welche Gründe meinst du denn? Warte, ich zähle sie dir auf. Der Grund zum Mitglied sein, wir sind ein Traditionsverein. Der zweite ist Gemeinschaft und viel Tanzen ist der dritte Grund. Der vierte nie an Reiz verliert, denn ganz viel Spaß ist programmiert. Schlag ein, sag ja, dann sind wir für dich da. Den Grund sag ich dir gleich, gemeinsam sind wir einflussreich. Der sechste heißt im Netzwerk sein, so wurschtest du nicht mehr allein. Der siebte Grund ist ohne Frag, was du erlebst am Heimattag. Sag ja, steig ein, willkommen im Verein. Zum Glück können wir sagen, dass es bei uns noch nicht so weit gekommen ist, dass Veranstaltungen wie Bälle, Kronenfeste oder Vorträge gar nicht mehr stattfinden können. Damit das aber weiterhin so bleiben kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Unser Video hat Ihnen 7 gute Gründe gezeigt, warum es sich lohnt, Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen zu werden. Wir nominieren jetzt die Kreisgruppe Dinkelsbühl und Regensburg, ebenfalls so ein Video zu drehen und wünschen euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Solltet ihr es nicht schaffen, innerhalb von 3 Wochen auch so ein Video zu drehen, dürft ihr uns dabei helfen, am Heimattag in Dinkelsbühl die Festabzeichen zu verkaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss!